heißt es für dich, renn zur Million, wenn du kannst. In 3, 2, 1, lauf! Sandra Kerstis, Olympiasiegerin von 2006 im Zweierbob. Und jetzt muss sie zeigen, dass sie auch läuferisch gut mit dabei ist. Profisportlerin bin ich natürlich jetzt nicht mehr. Ich habe meine aktive Karriere 2014 nach den Olympischen Spielen in Sotschi beendet und habe natürlich so ein bisschen freizeitmäßig Sport gemacht. Das kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen. Habe mir auch einen kleinen Trainingsplan geschrieben im Kopf. Und das ist Sandras erstes Hindernis, der Förderturm für 10.000 Euro. Was? Ja. 10 Sekunden laufen runter und dann geht's möglichst schnell nach oben. 15 Meter hoch. Und dann wollen wir mal schauen, wie viel Zeit sie braucht, wie schnell sie da hochkommt. In einer Minute wird Pia sich auf den Weg machen. Mein Name ist Pia Wagner und ich bin eine Verfolgerin. Ich bin Mitglied im deutschen Nationalteam fürs Obstacle Course Racing. Mein Kampfname ist die Spinne, aber euch fange ich auch ohne Netz. Sandra Kerstis hat 9-mal den Gesamtweltcup gewonnen, 7-malige Weltmeisterin, Europameisterin, die hat alles gewonnen, aber eben auf Kufen. Und jetzt muss sie da schnell noch rumgehen. Das wird bei Pia natürlich ein bisschen schneller vonstatten gehen, aber ansonsten hätte sie ja auch keine 2 Minuten Vorsprung. 161er Puls, der ist relativ hoch dafür, dass sie hier im Förderturm ist. Und jetzt gleich begibt sich Pia auf den Weg und wird versuchen, Sandra einzuholen. Kann ich? So, Pia marschiert los. Eine Obstacle Course Racerin ist in diesem Jahr in Polen noch im Teamwettbewerb Dritte geworden bei den Europameisterschaften. Die ist läuferisch natürlich enorm stark. Und jetzt bin ich gespannt, was Sandra machen wird. Geht sie das zweite Hindernis an? Das wäre das Walzwerk. Sie macht es. Das finde ich gut. Sie will die 25.000 Euro auf jeden Fall mitnehmen. Also schön wäre natürlich schon auf jeden Fall 3 Hindernisse zu schaffen und dann einfach zu schauen, wie weit man noch kommt. Sandra, komm! Go, 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 lauf, lauf! Zieh durch, komm, gib Gas! Ah, Pia kennt das Hindernis, weiß, welchen Weg sie da gehen muss. Das hilft natürlich. 2 Minuten Vorsprung. In 2 Minuten kann man ganz schön weit laufen. Ja, Punkt. Und Sandra pustet. 170er Puls. Das Walzwerk ist nicht mehr weit. Und der Vorsprung ist auf 1,33 geschrumpft. Das Walzwerk, es sieht harmloser aus. Es ist nicht zu unterschätzen, gerade bei diesen äußeren Bedingungen. Der Regen, der macht es schwierig, denn es ist rutschig. So, sie checkt ein. Und jetzt geht's erst einmal über diese 3 Säulen. Die dürften nicht das Problem sein für Sandra Kerstis. Na, mit der guten alten Froschtechnik macht sie das. Sie ist groß genug. Natürlich spielt die Zeit eine Rolle. Jetzt ist sie oben angekommen und das Walzwerk, es dreht sich. 6,10 Meter ist diese erste Walze lang. Kommt da gut rüber, jetzt würde ich runterfallen. Und sie hat sich wehgetan. Sie ist, wenn ich das richtig erkannt habe, mit dem Kopf gegen ihr Knie geknallt. Und deshalb hält sie sich die Stirn. Eieieiei, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sanitäter sind sofort da und fragen nach. Sie sagt gerade mein Knie. Sie hat sich tatsächlich mit der Stirn am Knie gestoßen. Und dabei hatte sie doch dieses erste Hindernis, diese erste Walze schon so gut wie geschafft. Oh, das ist eine Beule. Ach du Herr Jemine. Rebecca kommt. Hey Sandra. Oh mein Gott, du bist aber ganz schön hingefallen. Wie geht's dir gerade? Halt es lieber wieder drauf. Boah, das ist eine dicke Beule. Ich weiß. Fühlt sich auch so an. Die Auge läuft auch schon zu.
Shit. Wie konnte das passieren? Du bist ausgerutscht und dann... Ja, dadurch, dass man ja da durch den nassen Kack da läuft, sind die Schuhe nass. Ja. Und dann, ich war ja schon fast drüben irgendwie. Und dann bin ich halt abgerutscht und beim Runterkommen ist dann die Kniescheibe härter als mein Kopf gewesen. Verdammt. Das Gute ist, Ärzte sind hier. Ja. Und ein Krankenwagen, die werden sich alle um dich kümmern. Ja. Ich glaube, ich war ganz gut unterwegs, oder? Ich finde auch, du hast dich wacker geschlagen. Wie viel hat sie schon aufgeholt gehabt? Die war noch ein bisschen hinten dran. Also du hattest einen Vorsprung. Ja. Das Hindernis, das zweite Hindernis hättest du definitiv geschafft. Ja, wollte ich ja auch. War der nasse Schuh und die blöde Walze im Weg. Fuck, hatte ich auch noch nie, ey. Über 20 Jahre Leistungssport und so ein Kacke ja auch noch nicht. Aber so bei Olympia und so, das ist so die krasseste Verletzung? Ja, okay, so ungefähr. Ja. Ich habe ja immer einen Helm auf. Das stimmt auch wieder. Aber ich finde, du kannst super stolz auf dich sein. Weil du hast dich richtig gut geschlagen. Ja. Dankeschön.